So, moin moin Leute, da sind wir zurück mit einer letzten Folge von FIFA 18 im Karrieremodus mit dem FC St. Pauli. Wir haben den April, springen wir ran in den Mai. Wir haben noch vier Spiele, wie gesagt, wir spielen einmal gegen Wolfsburg, gegen Stuttgart, gegen Frankfurt und gegen Hoffenheim. Das werden also die letzten vier Spiele sein, die wir bei FIFA 18 machen. Und auch die letzten vier Spiele, die wir mit dem FC St. Pauli machen. Und auch die letzten vier Spiele, die wir in Deutschland machen werden. Denn ich habe mir überlegt, für die FIFA 19 Karriere könnte man ja einfach mal sich mal ein anderes Land aussuchen. Bei Deutschland haben wir jetzt bei FIFA 18, FIFA 17 gemacht. Das ist irgendwann einfach, finde ich, langweilig. Man spielt immer gegen dieselben Mannschaften. Man versucht aufzusteigen, versucht nicht abzusteigen. Das ist einfach nichts Neues. Es gibt nur den DFB-Pokal, wenn man vor allem mit schwächeren Mannschaften spielt, kommt man wahrscheinlich nie in die Champions League. Wobei, gucken wir nochmal, wir sind jetzt gerade Vierter. Also Champions League könnte noch drin sein mit St. Pauli. Aber wie gesagt, ist die letzte Folge und dann geht es mit FIFA 19 weiter. Da werde ich dann, ich weiß nicht, ob ich... So, da sind wir auch schon wieder zurück in der Partie gegen den VfL Wolfsburg am Spieltag 31. Und ich habe ja vorhin gesagt, ich gucke mal, wie es weitergeht. Und damit meine ich natürlich, wie wir die Spiele abschließen und wie wir dann in der Tabelle stehen. Sollten wir noch ganz gut stehen, werden wir alle Spiele spielen. Da wir mit der Simulation ja nicht ganz so gut gefahren sind die letzten Male. Da müssen wir aber mal gucken, ob wir dann simulieren oder doch spielen. Aber das ist dann schon mal kurzfristig. Und wir gehen einfach mal rein in die Partie. Das können wir alles überspringen. Gucken einfach, ob wir diese Partie gut über die Bühne bringen. Donis steht bei 21 Toren übrigens in der Torschützenliste. Der zweite Lewandowski hat, glaube ich, gerade erst 13. Also ich denke mal, da sollte nicht mehr viel passieren. Und Donis sollte sich die goldenen Schuhe holen. Oder bis halt die goldene Torjägerkanone. Wie ihr es möchtet. Das, denke ich mal, sollte drin sein. Damit haben wir Wolfsburg wieder in eine gute Position gebracht. Aber das ist gar kein Problem für Müller im Tor. Ah. Oh, sehr gut, Müller. Sehr gut geholt. Auch hier von Löwen. Sehr gut gemacht. Das wird auch wieder. In der. Oh, sehr schön auf Stöger. Komm schon, Stöger. Mach es. Ja. Nein! Sie haben schon drin gesehen. Geht's wieder nach vorne hier. Schön auf Donis. Er kommt an den Ball, legt ihn um und legt ihn sogar rein. Tor Nummer 22 für Donis. So kann es doch weitergehen. Hat er sehr schön gemacht. Spielte seine Schnelligkeit aus und setzt ihn schön rechts an Castells vorbei, an den Pfosten und von da aus ins Tor. Schön gemacht. Nein, nicht im Gegenzug das Tor passieren. Ah, das war. Uff. Sehr schön. Damit gehen wir mit einem 0:1 in die Halbzeitpause und sehen uns direkt am Anstoß wieder. Bis gleich. Wieder zurück. Zweimal gewechselt. Kone ist in der Partie für Osawa und Eisfeld in der Partie für Stöger. So geht's in die zweite Halbzeit. Gucken, ob wir noch ein Tor nachlegen können. Das wäre zwingend notwendig, denn die Wolfsburger sind dann doch etwas aggressiver. Man sieht es hier, wie schön schnell sie doch nach vorne spielen. Drohne ist hier wieder nach Vorlage von Kone. Er versucht zurückzuchippen, aber abgeblockt von den Wolfsburgern. Ah,
spielen können. Ob sie überhaupt irgendwas rausholen können. Oh, danke Abwehrspieler. Oder auch danke Mimini. Vielen Dank. Somit steht es immer noch 1:0 für uns. Sully hier vielleicht mit dem... Noppa! Sully doch nicht mit dem 2:0. Ob es bei den 3 Minuten bleibt. Oder ob es nochmal locker 7 Minuten mehr werden. Aber Sully... Nein, da ist das Spiel vorbei. Wir gewinnen mit 0:1. Und können uns damit weiter oben festhalten. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Partie gegen Stuttgart wieder. Bis gleich. Spiel gegen Stuttgart werden wir simulieren. In der Hoffnung, dass wir das Spiel gewinnen werden. Denn wir haben 58 Punkte aktuell. Die Bayern haben 61. Ja, da liegen wir schon 1:0 zurück. Wenn das Spiel jetzt natürlich verloren geht, beiß ich mir in den Arsch. Aber noch passiert hier nicht viel, außer dass Stuttgart immer noch 1:0 führt. Eisberg kommt jetzt rein für den Löwen. Bonus macht das 1:1. Komm noch mal ein Tor. Komm schon. Damit geht das Spiel 1:1 aus. Hilft uns ein bisschen. Zwar nicht viel, aber gucken nochmal auf die Tabelle. Ihr seht es, wir sind immer noch Vierter. Und ja, 59 Punkte, 60, 62, 62. Die letzten zwei Spiele werden wir ja nicht simulieren, die werden wir spielen. Und dann sehen wir uns gleich wieder beim nächsten Spiel. Und da sind wir schon zurück mit Partie Nummer 33 gegen Eintracht Frankfurt. Die Partie 32 gegen Stuttgart haben wir simuliert. Da haben wir 1:1 gespielt, das haben wir gerade gesehen. Jetzt müssen wir gegen Frankfurt einfach gewinnen und Punkte machen. Wir gehen auch direkt rein ins Spiel, wir halten uns gar nicht mehr länger auf mit dem ganzen Vorgeplänkel. Denn das werden jetzt definitiv die letzten beiden Spiele dieser FIFA 18 Saison mit St. Pauli werden. Und wir können einfach mal gucken, wo wir Pauli am Ende der Saison hinbringen können. Und gucken, ob wir einen guten Abschluss haben. Also nochmal reingehen, viel Spaß haben. Und Reiz. Schöne Flanke hier von Wittek, aber da kommt man hin. Stöger im Hintergrund. Spielt nochmal auf Breton. Der fummelt sich noch ein bisschen durch. Versucht es auf Donis, aber wir haben jetzt noch mal ein paar Spieler spielen lassen, die nicht so viel gespielt haben. Zwar auf der Ersatzbank sitzen, wie hier Julian Green, aber die nicht so oft zum Einsatz kamen. Und Donis macht hier das 1:0 für St. Pauli in der 8. Minute. Damit schraubt er sein Torkonto auf. Ich glaube 24 mittlerweile. Also da ist es gegessen. Das wird unser Torschütze, beziehungsweise Torschützenkönig dieses Jahr. Hat er auch wieder gut gemacht. Also der war die 13 Millionen auf jeden Fall wert. Oder 14, was wir bezahlt. Guckt sich die Flanke aus. Aber Radetzky vor dem Umball. Wie ein Zug. Ohne es kein Stöger ist es. Also seine Schnelligkeit muss ihn ausspielen. Aber immer in eine Ecke. In 34 Einsätzen hat er ganze 24 Tore gemacht. Respekt. Ja. Donis mit dem versuchten Dribbel ist jetzt im 16er. Wird natürlich da versucht nicht mehr zu attackieren. Und Stöger nochmal mit der zweiten Chance. Aber Radetzky kann das leicht mehr dann doch aufnehmen. Donis, der seine Schnelligkeit gut nutzen kann, der sich den Ball auch schön vorlegt und zurückzieht, aber dann leider. Donis jetzt auf Osimhen, er kommt dran und schießt einfach direkt, aber knapp, hier sehen wir es vielleicht nochmal richtig, knapp. Damit gehen wir mit einem 0:1 von Donis in die Halbzeitpause. Und ja, das Spiel war ausgeglichen. Ein paar Chancen hätten wir, glaube ich, mehr. Und damit gehen wir in die Halbzeitpause. Bis gleich. Der war scheiße. Rebic. Aber zum Glück Zeit bei uns.
der uns in der zweiten Liga gut nach vorne gebracht hat, aber in der ersten Liga nicht zum Zug gerade eben. Er brennt sich anscheinend fest vorbei. Kamada hier mit der Chance. Die finde ich doch auch recht knapp. Aber Köpke und Rebic interessiert das nicht. Die spielen einfach weiter. Geistige Hühnerschnauzen. Köpke jetzt auf Rebic wieder im 16er, aber dick. Jetzt wird später Pass auf Donis. Donis zieht in den 16er. Legt ihn sich zurück. Spielt auf. Osimhen wieder verlegt. Ja, prima. Aha, Rebic. Auf Blum. Müller spielt ja gut mit. Leiten wir nochmal. Sehr gut. Damit ist diese Partie auch zu Ende. Das war unsere vorletzte Partie. Letzte Partie gegen Hoffenheim. Sehen wir gleich. Es geht. Wille. Und gucken wir mal, was noch möglich wäre. Also Platz 4 Champions League haben wir sicher. Das sehen wir hier. Wir haben 62 Punkte, Wolfsburg 56. Das ist sicher. Wenn wir das Spiel jetzt gewinnen gegen Hoffenheim, hätten wir 65 Punkte. Haben aber auch das schlechtere Torverhältnis gegenüber den Bayern. Wir müssen locker ein paar Tore machen. Bayern. Und da sind wir auch schon. Die allerletzte Partie gegen Hoffenheim. Wir haben ein Heimspiel, können uns also von unseren St. Pauli-Fans verabschieden. Und ja, wie auch schon bei den letzten Spielen, gehen wir direkt rein in die Partie. Wir wollen keine Zeit verlieren. FIFA 18 muss ein Ende finden. Das wird es hier und heute auf jeden Fall tun. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich schneller als Beste. Mamina. Abgeblockt, gibt eine Ecke. Kommt die Ecke. Und die Hoffenheimer machen mit der Ecke das Tor. Kann ja wohl nicht dein Ernst sein. In der 13. Minute macht Hoffenheim das 0:1. Die Ex-Hoffenheimer Joe Linton. Er kann ihn auf den Donis spielen. Kann sich leider nicht drehen und ihn reinmachen. Im Angriff wieder bei Kraschabek. Kann wieder flanken. Und das weiß niemand in der Mitte. Und weiterhin steht die Chance. Zemina hier immer. Damit steht es 2:0 für die TSG 1899 Hoffenheim. Raus auf Dalot versucht. Und damit laufen wir in einen Konter. Aber Müller kann sich den Ball gleich vor der Pause noch das 2:1 machen können. Das wäre praktisch und psychologisch sehr gut. Sally setzt den Ball daneben. Und damit gehen wir in die Halbzeitpause. Ja, da war der Pfiff. Wir schauen mal auf die Ergebnisse, was die gerade sagen. Moment. Weiter. Bayern spielt gegen Wolfsburg 1:1. Ja, das war gar nicht so schlecht. Köln gegen Schalke 1:1. Ja, ist auch nicht so schlecht. Leverkusen führt. Wir könnten mit einem Sieg Dritter werden. Im Moment. Aber mit einem 0:2 sieht das im Moment nicht so gut aus. Ein Tor. Ich komme mit einem Tor die Zuschauer nochmal animieren. Das mal Stimmung zu machen. Muss eigentlich fit sein, hat er in dieser Saison nicht so viel gespielt. Das hätte ein guter Konter werden können, wenn ich den Ball auf Juli. Wenn da nur zu viel Platz lässt. Jetzt wäre gerätscht. Fahren wir jetzt mit einigen Leuten im Strafraum. Schöne Verwaltung. Aber er kann ihn leider nicht kontrollieren. Da ist er am Ball. Auch den ich leider nicht richtig kontrollieren. Auch nicht einmal. Der Ball ist noch heiß. Sully hat nochmal die Chance. Sucht den Pass. Sully. Flank. Und Donis mit dem 2:1. Es ist ja alles drin. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Los. Zu jubeln. Jubel. Schönes Tor wieder von Donis. Tor Nummer 25 hinsetzen.
Reise nochmal in einen Griff. Nochmal Donis. Da ist das 2-2. Wieder von Anastamos Donis. Schöne Vorlage von Sandy, muss ich sagen. Das macht sich auch schön. Wird sich selber auch noch finden. Ja, gut gemacht. Hier steht es 2-2. Muss. Wird. Kann denn der so offen da sein? Das gibt's doch gar nicht. Schön von Müller. Durchpusten. Ecke kommt. Jetzt. Schnell. Oh nein, da passiert das 3-2. Schön gemacht. Schöner Lupfer hier von Mina. Hat er gut gemacht. Und der Müller leider ein bisschen zu früh raus. Haben wir da gelupft. Hat er gut gemacht. Ja, das war's. Wir verlieren diese doch sehr spannende Partie mit 3-2 gegen Hoffenheim. Und sehen uns gleich nochmal mit der Tabelle wieder. Bis gleich. War eine geile Partie. War auch eine geile zweite Erstliga-Saison. Ja. Vielen Dank an alle, die dabei waren. Nehmen wir nochmal. Wir lassen nochmal kurz simulieren. Und dann den DFB-Pokal hat gewonnen der FC Bayern mit 2-1 gegen Schalke. Augsburg bleibt in der ersten Liga. Und den Champions Cup hat sich geholt. Manchester United mit einem 0-3 gegen Juventus Turin. Ja, Euroleague war ja schon, oder Eurocup. Jetzt immer weitergeht. Statistik ein. Donis hat sich mit 26 Toren vor Mina doch die Torjägerkanone geholt. Ja, finde ich gar nicht so schlecht. Torvorlagen ist Sousa mit 8. Auch nicht so schlecht. Donis auch mit 7. Also auch nicht so schlecht. Ohne Gegentor bleibt Müller auf die Nummer 1 mit 15 Spielen ohne Gegentor. Ist gut gemacht. Ja. Schauen wir mal in die Karriere rein. Wir haben insgesamt 119 Spiele gemacht. Haben 55 Siege eingefahren, 29 Unentschieden, 35 Niederlagen, 179 Tore gemacht und 137 kassiert. Doch gar nicht so verkehrt eigentlich. Ja. Angefangen haben wir in der Saison 2017-2018 mit dem zweiten Platz in der Liga 2, damit direkt aufgestiegen. Dann haben wir in der ersten Saison haben wir den neunten Platz gemacht, da haben wir dann Donis geholt. Das war auch nicht so schlecht. Ja, und wie gesagt, jetzt Platz 4, da haben wir dann zweimal den Trainerpreis des Monats geholt. Auch nicht so schlecht. Nur leider, DFB-Pokal ist uns vergönnt geblieben. Aber nichtsdestotrotz. Und ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt weiter dran. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Lasst auch gerne mal ein Abo da, wenn ihr noch mehr sehen wollt. Denn bei FIFA 19 habt ihr so die kleine Entscheidung, wo wir dann demnächst spielen sollen. Und dann würde ich sagen, oder rein. Macht es gut. Bis FIFA 19. Ciao, ciao.